Seid gegrüßt, meine lieben Gude hier aus Frankfurt. Wir haben im Weingeistlager neuen Stoff, und zwar jede Menge. Und den möchte ich euch gerne vorstellen. Also lehnt euch zurück, macht euch ein Glas Wein und bis gleich. Der nächste Kandidat in unserem Pack Coole Rote für den Sommer kommt diesmal aus Spanien. Wir sind hier in Ribera del Duero. Das ist im Prinzip direkt anschließend an das Gebiet Rioja, und zwar um die Stadt Burgos rum. Also wir sind nördlich von Madrid, auch so ein bisschen atlantisch beeinflusst, relativ hoch gelegen am Fluss Duero. Ein Weingut, was mir unheimlich gut gefällt, nennt sich Valde Hermoso oder Valde Riz. Ein Familienweingut, biologisches Weingut, die im Prinzip überwiegend Tempranillo anbauen. Tempranillo heißt in der Gegend übrigens Tinto del País. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend. Es gibt für die Rebsorte Tempranillo unheimlich viele Synonyme in Spanien als auch in Portugal. Mir gefällt der Stil des Weingutes unheimlich gut, wie sie mit der Rebsorte umgehen. Hier haben unheimlich viele alte Rebstöcke, alte Rebanlagen. Man arbeitet dort sehr bedacht darauf, dass die Frucht des Tempranillo gut durchkommt. Also auch in den Weinen, die mit Holz ausgebaut sind beispielsweise, haben wir bei dem Wein jetzt nicht. Wir haben hier die Einstiegsdroge von Valde Hermoso. Und zwar der Joven. Joven heißt nichts anderes als jung. Und es ist ein Wein, der wird in Stahltanks vergoren. Dementsprechend unter wenig Austausch von Sauerstoff. Das heißt, die Frucht bleibt wirklich kernig im Wein enthalten, gut integriert. Das braucht ein bisschen Luft. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr eine Karaffe habt, haut den ruhig mal mit ein bisschen Druck in den Dekanter und gerne auch wieder zurück in die Flasche, dass er ein bisschen Sauerstoff bekommt. Das tut dem Wein richtig gut. Ja, und dann strömt es natürlich hier schon raus. Schwarzkirsche, Brombeere. Boah, Wahnsinn. Also es hat fast was wie Brombeersaft. Ja? Aber auch so eine herbe Frucht, so ein bisschen wie Holunderbeeren, ja, sowas zwischen süße Säure und Bitter schwankt. Boah, super. Hat auch so ein bisschen was Mentholiges, finde ich, oder Minze. Super spannender Duft. Mir gefällt ganz gut, dass der Wein wirklich schnörkellos ausgebaut ist. Also das ist Rebsorte pur. Für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel übrigens auch für Tempranillo aus der Gegend. Mmh. Boah, das ist richtig viel Frucht. Hat aber auch Gerbstoff, muss man sagen. Also nicht zu kühl, es darf ein bisschen gekühlt sein, aber wenn es aus dem Kühlschrank kommt, würde ich hierzu was essen. Und da würde ich jetzt mal ganz banal, legt euch eine Chorizo irgendwie auf den Grill, packt die in ein Brötchen, vielleicht ein bisschen mit gebratenen Zwiebeln und gebratener Peperoni. Geht aber auch super gut zu so ein bisschen herben Gemüsegerichten, wenn ihr einen Auberginenauflauf macht, eine Parmigiana oder sowas. Oder auch Baba Ganoush. Ich glaube, das geht auch super mit Hummus, wo ein bisschen also Fett und Stärke, wenn das im Spiel ist, ist ein guter Partner auf jeden Fall für den Wein. Haben wir ganz neu im Sortiment. Ich bin mega begeistert von den Weinen. Das ist wie gesagt der Einstiegswein, da geht es noch richtig hoch. Die machen also auch wirklich ganz abgefahrene und super elegante, komplexe Reserva-Qualitäten. Tolles Sortiment. Schaut einfach mal rein bei uns, www.weingeist.shop. Bekommt ihr nicht nur im Pack coole Rote, sondern das komplette Sortiment auch bei uns in Einzelflaschen, wenn ihr Bock habt drauf. Ansonsten Glöckchen, abonnieren, liken, lasst uns einen Kommentar da. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt sauber. Grüße aus, ihr wisst schon wo.